DAV, der Deutsche Autocrossverband e.V., präsentiert den 6. Meisterschaftslauf zur deutschen Meisterschaft, zur deutschen Autocross-Meisterschaft in Frankreich auf dem Circuit Soleil in Steinburg. Und mit diesen Bildern und diesen Worten sage ich herzlich willkommen zu einem halbstündigen Bericht, zu einem ausführlichen Bericht über diesen wirklich fantastischen Lauf, also zu diesem Auslandseinsatz der deutschen Meisterschaft in Frankreich. Ich glaube, es ist der Beginn einer wunderbaren deutsch-französischen Freundschaft. Während Sie hier die ersten Bilder sehen, sage ich Ihnen, das ganze Wochenende war so, so wunderbar, so fantastisch. Die Strecke der Circuit Soleil in einem sehr, sehr guten Zustand. Samstags morgen sah es noch ein bisschen nach Regen aus. Die Strecke war, naja, ein bisschen feucht, wie das halt so ist bei einer Offroad-Veranstaltung. Samstagnachmittag beim Zeittraining dann schon wieder Staub auf der Strecke und danach war einer dieser Circuit de Soleil in einem super brettharten Zustand und Sie sehen das hier, unsere Protagonisten aus Deutschland, aber auch die französischen Gäste hier in unserer Meisterschaft hatten einen riesen Spaß, eine riesen Freude. Und hier können Sie das sehen, die Fahrer, die sich auf diesen 1,3 Kilometern richtig austoben konnten. Ja, es war eine sehr technische, eine Fahrerstrecke, womit der ein oder andere dann doch so seine Probleme hatte. Denn gerade hier in diesen engen Kurven, glaube ich, ist weniger dann vielleicht doch ein bisschen mehr. Es war natürlich auch was für die mutigen Jungs, aber naja, im Laufe dieses Berichts werde ich Ihnen das ein oder andere dazu sagen können. Die Klasse 6, liebe Zuschauer, voll bis oben hin, endlich mal wieder. Es gibt genug Autos, es ist genug Material da und wenn sie sich dann alle mal treffen und sei es auch in Frankreich, dann wird uns in der deutschen Meisterschaft ein ganz fantastischer Sport geboten. Ricky Holzleitner zeigt mal so ein bisschen den Beginn, was hier an Spektakel an diesem Wochenende uns alles so geboten wurde. Natürlich diese Hügel an den Seiten, die waren teilweise wie Sprungschanzen und im Laufe dieses Berichts werde ich Ihnen noch sagen, was man mit Sprungschanzen denn alles so machen kann. Aber der Reihe nach. Wir haben, ich denke mal, genug Zeit hier in diesem Bericht, um wirklich Lauf für Lauf, Vorlauf für Vorlauf, Quali für Quali alles genau durchzusehen, Ihnen zu zeigen, alles aufzuarbeiten, wie zum Beispiel, und damit fangen wir jetzt einfach mal an, die Klasse 2, die mit Chris Thoms hier einen Mann an diesem Wochenende präsentiert hat. Ich glaube, da stimmen alle überein, der in einer ganz fantastischen Form war. Sein Honda Civic wirklich super schnell, sodass sogar Leute wie Mario Dezza da das Nachsehen hatten. Ja, zu Mario Dezza gibt es dann auch noch hinterher viel zu erzählen. Die Klasse 3 hatte beim Lauf hier, der jetzt gerade gestartet wird, da schon den Hauptkonkurrenten für Peter Lang und für Fabian Handke verloren. Denn Frank Wiedemann war da im superschnellen Opel Astra. Er hat am Samstag die allerschnellste Trainingszeit gefahren. Es ist ja das Auto, was ursprünglich von Klaus Back Motorsport aufgebaut und jetzt hier zusammen mit Frank Wiedemann eingesetzt wurde. Ich glaube, das ist jemand, der das Tempo an der Spitze der deutschen Meisterschaft in der Klasse 3 nicht locker mitgehen kann. Aber das Auto und Fahrer haben das Potenzial, aber er musste bereits am frühen Sonntagmorgen die Segel streichen und es war ein früher Sonntagmorgen. Josch, der Rennleiter, hat gesagt, 7:30, Freunde, steht ihr mir auf der Matte, wir haben ein volles Programm hier und wir wollen in Frankreich beweisen, dass wir auch rechtzeitig fertig sind. Es sollte gelingen. Ja, den ein oder anderen Abflug gab es dann auch, wir sehen das hier, aber wie immer, Sicherheit im Autocross-Sport steht an allererster Stelle und damit ist natürlich auch hier nichts passiert. Ja, die Klasse 4, unglaublich spektakulär. Das hat auch unseren französischen Freunden um Danny Stark, dem ich von dieser Stelle nochmal ein ganz großes Kompliment für die optimale Organisation, optimale Vorbereitung der Strecke hier machen möchte. Ja, es wurde gerungen vom Allerfeinsten und ich sag mal, gerade der Niklas Laubach, der jetzt gerade hier in Führung war, das war einer der Hauptakteure in dieser super spektakulären Klasse 4. Aber auch die 5, ne, unsere Spezialcrosser, unsere Buggies bis 1600,
Es waren bis auf den letzten, der jetzt gerade hier so schnell durchs Bild fährt am Rand, waren alles 13 bzw. 1400er Hayabusa bzw. Motorradmotoren. Und nur der Reto Roth, hier ist er nochmal, der Österreicher, der war also hier weiterhin so drauf, dass er an seinem Automotor festhielt. Es ist ein Opel 16V. Und da im Hintergrund sehen Sie, ne, das große Unheil, die große Klasse 6, aber die sind dann erst gleich dran. Hier zweite Gruppe der Klasse 5 mit den schnellen Leuten Prokopowitz, Lange, habe ich gesehen, Kevin Peters dabei. Und wen haben wir dann noch? Kevin Peters ganz rechts, aber erstmal ist Prokopowitz vorne, der hat sich super wohl gefühlt an diesem Wochenende. Der Hornet, einer der Hornets. Und Kevin Peters hat Probleme gehabt. Das ganze Wochenende hier schüttelt er auch den Kopf zurecht. Der schnelle Mann mit der 502 ist ja ein riesen hoffnungsvolles Talent. Mit seinen ersten EM-Einsätzen im Jahr 2010 hat er schon reichlich für Furore gesorgt. Aber hier an diesem Wochenende gab es sowohl die Technik als auch teilweise fahrerisch oder Probleme mit den Konkurrenten. Es kam alles zusammen. Und es war irgendwie nicht sein Wochenende, aber er hat das Beste dann noch daraus gemacht. So, Volker Lange bekriegt sich hier mit Thomas Prokopowitz. Und wer Volker Lange kennt, der weiß, also Zweiter ist der erste Verlierer und das passt ihm gar nicht. Ein neuer Mann, Uwe Haubrich, gehört auch zu den Hornets im Übrigen. Schönes Auto, ist am Sonntagmorgen noch nachgekommen und sagte, Mensch, wenn ihr mich fahren lasst, was natürlich kein Problem ist, dann starte ich auch von ganz hinten, kein Thema. Ich möchte hier unbedingt beim ersten Auslandsauftritt der Deutschen Meisterschaft dabei sein. Das war er und er hat sich ganz gut geschlagen. Und das ist die volle Klasse 6, liebe Zuschauer, zum ersten Vorlauf. Und wir sehen vorne Francis Vanier, der große Franzose, der Ex-Europameister, dem ich von dieser Stelle natürlich im Namen der ganzen Deutschen Meisterschaft ein herzliches Willkommen entgegenschleudere. Genauso wie Hans-Uli Egli, der diesen alten Porsche, das ist ja das alte Thermoton-Auto aus der Europameisterschaft von Herbert Rammel. Wer das noch kennt, wer sich ein bisschen auskennt in der Historie, der weiß, das waren Höllenteile. Und so anhörend tut er sich immer noch. Hier sehen wir, nimmt auch das Unheil bei Klaus Gräfen und André Hinnenkamp seinen Lauf. Der André Hinnenkamp hat die allerschnellste Zeit gefahren im freien Training, ich glaube in der dritten Runde, die jemals auf diesem Kurs gefahren wurde. Aber das war auch so ziemlich das einzige Highlight. Trainingsschnellster war er dann auch noch und zwar absolut schnellster von allen Teilnehmern. Aber dann gab es nur noch Probleme mit den Konkurrenten und mit der Technik. Und beim Finale, als es dann hinterher losging oder bei den Finals, da war er schon wieder auf dem Heimweg. Schade, schade, aber trotzdem schön, dass er dabei war. Und ich weiß, die schnellen Hinnenkamps, die Familie Hinnenkamp, die wird im nächsten Jahr, so wir uns denn alle wieder zusammenfinden sollten in Frankreich, ganz, ganz sicher dabei sein. Ja, währenddessen die Klasse 4 unterwegs mit diesen kleinen Geschossen. Da ist es nicht so leicht, gerade hier um die ganz, ganz engen Kurven zu fahren. Und so schnell, wie das hier zusammengeschnitten ist, ging es auch an dem Wochenende, liebe Zuschauer, wenn Sie nicht dabei waren. Es ging wirklich Schlag auf Schlag, wie ich es in der Deutschen Meisterschaft selten erlebt habe. Ein Rennen spannender als das andere. Die Autos alle in einem super guten Zustand, wie wir das aus dieser Meisterschaft ja gewohnt sind. Und hier auch Peter Lang, der nach seinen Auslandseinsätzen in der Europameisterschaft sagte, hier klar, wenn die DM nach Frankreich fährt, da will ich doch dabei sein. Und da hat er wieder einen Vorlauf gewonnen vor Fabian Handke und vor Wolfgang Schwarz. Das waren die drei, um die es dann auch ging an diesem Wochenende in der Klasse 3, nachdem es, ich habe es eben gesagt, Frank Wiedemann im schnellen Opel Astra bereits frühzeitig am Sonntagmorgen, übrigens nach durchschraubter Nacht, erwischt hatte. Das ist ein Mann, den müssen wir uns ebenfalls merken. Die 92, Kevin Munkler, ein ganz bescheidener, ganz, ganz junger Kerl, der mit seiner Familie angereist war, zum ersten Mal in der DM dieses neue, schöne Auto einsetzt und er hat dort richtig für Furore gesorgt. Hier ist wieder die Klasse 2 mit Thoms, mit Detzer und mit Marco Paulovic, der ja den Fiesta ST mit der Startnummer 200
und 20 einsetzt. So, da ging's los. Die Ampel blinkt ja nur kurz auf und dann heißt es schon auf nach vorne. Detzer hatte ja eben im Vorlauf ein paar Problemchen, war hinter Thoms nur auf 2 und damit konnte er bei 2 Gruppen in der Klasse 2 den Klassensieg praktisch schon abschreiben. Er hat das in einem Interview, was im Übrigen auf autocross-deutschland.de in den nächsten Tagen ebenfalls online kommt, dann auch nochmal ganz deutlich gesagt. In der DM ist für mich der Titel sowieso futsch. Für mich geht es nur noch um die Tagessiege, um die Finalsiege. Und das war seine Devise für dieses Wochenende. Wer ihm das aber streitig machen wollte und sicherlich auch konnte, das ist Jürgen Fick. Wir sehen ihn ganz innen hier im Opel Astra, der sich mit Dennis Vesper und Andreas Kaune, der jetzt eben mit in der ersten Reihe war, da gebalgt hat. Und der tapfere Gerrit Altevogt, der im technisch hoffnungslos unterlegenen Peugeot 106 ganz, ganz tapfer und wacker mit dabei wäre. Der hat seinen Konkurrenten wirklich das Leben schwer gemacht. Hier wieder die 3, Klasse 3 zum zweiten Qualifikationslauf. Und schön, dass auch Michael Petschel dabei war im wunderschönen Lancia Delta Integrale, der übrigens beim ersten Lauf sein Auto gleich mal aufs Dach gelegt hat. Diesen wunderschönen Lancia, aber alles wieder gut. Hinterher kein Problem mehr. Wer uns zu diesem Zeitpunkt ebenfalls schon fehlt, ist ein Mann aus der freien Szene, der in der Klasse 3 dabei war. Der amtierende DRCV-Meister Frank Wichmann im Audi Quattro Turbo. Der hat sich mit Wolfgang Schwarz angelegt und ist nur zweiter Sieger gewesen. Undurchsichtige Situation. Aber gut, einer verloren und das Auto war danach technisch nicht mehr in der Lage. Schade, schade, das war ein guter, ein gelungener DM-Auftritt vom Team Wichmann. Und nicht nur ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das ein oder andere Mal im lizenzierten Autocross-Sport des DAV vorbeischaut. Da schon wieder die Klasse 4 mit einem sehr gut aufgelegten Niklas Laubach. René Mandl und Niklas Laubach, ich sagte es eben schon, das die beiden Hauptkonkurrenten. Sie waren in unterschiedlichen Gruppen unterwegs in A und B. Hier sehen wir jetzt B und da ist René Mandl dann ganz innen. Der durfte sich mit Nathalie Straub und dem Kollegen Wanninger herumschlagen, machte das aber ziemlich gut. Hier sehen wir dann auch die Reihenfolge, ne? Nathalie mit dem kleinen Teddy auf dem Dach. Das gönnen wir ihr, das erlauben wir ihr, das ist kein Problem. Aber das darf natürlich nicht dazu führen, dass wir die Nathalie unterschätzen, denn das wäre ein Fehler. Und hier sehen wir, Christoph Wanninger treibt es dann schon in einen Dreher. So schnell ist die junge Lady aus dem Hause Straub. Ja, hier gab es einen Wiederholungslauf der ganz Kleinen. Das ist ja die Klasse 9 mit den Hauke Webers und wie sie dann alle heißen. Genau. Genau, richtig, beziehungsweise die Klasse 7 und 8 war das gerade, Entschuldigung. Ja, Vorbereitungen dann zum nächsten Lauf laufen dann schon am Vorstart, während Hauke Weber immer noch auf der Verfolgung ist von Eddie Schulze, der dann diesen Vorlauf gewonnen hat, diesen Quali-Lauf und nicht nur den. Hier sehen wir das Auto von Kevin Peters von hinten, made by Uwe Kreuz, den ich an dieser Stelle natürlich auch recht herzlich grüße. Das Auto sieht doch ordentlich anders aus als die Konkurrenz. Ich glaube, man ist da noch nicht am Ende mit der Entwicklung, auch optisch in einem fantastischen Zustand. Und ich glaube, Kevin Peters wird uns noch ganz viel Freude machen. So, Volker Lange, auch nicht sein Wochenende, kann man nicht sagen. Er war mit neuen Reifen ausgerückt und das Auto hatte dann richtig Grip und da kommt es natürlich dann immer in der Technik auf die schwächsten Teile und da ist das ganze Wochenende immer mal wieder was kaputt gegangen. Und reglementbedingt kann man dann natürlich, wenn die Autos weniger werden, bei den Vorläufen natürlich nicht die Klasse wieder zusammenlegen und das führte dazu, dass wir dann natürlich so wie hier nur zwei Protagonisten auf der Strecke hatten, nämlich Kevin Peters und Thomas Prokopovic. Aber das hieß nicht etwa gehende Langeweile, sondern Sie sehen das hier, welches Tempo
die Jungs angeschlagen haben. Das war wirklich Hölle. Und auf dieser Fahrerstrecke, an die sich dann alle Fahrer im Laufe des Sonntags immer mehr gewöhnt haben, also das war auch für die Zuschauer eine Riesennummer. Und Sie sehen das, da die Tribünenplätze füllen sich zusehends. Das lag sicherlich auch am Drei-Nationen-Cup, der auch dort gastiert hat. Und ich sage an dieser Stelle auch nochmal einen Gruß an alle Offiziellen des Drei-Nationen-Cups. Die haben auch hier ganz fantastischen Autocross-Sport geboten, den ich persönlich so noch nicht gesehen habe und so nicht kannte. Volle Felder, richtig viel Spektakel. Das war richtig gut und ich werde mir sicherlich noch öfter mal den Drei-Nationen-Cup ansehen. Sarina Straub, Andrea mit der 503 und Walter Holzleitner lässt sich höflich bitten, zieht durch und wird dann diesen Qualifikationslauf gewinnen. Ja, Walter Holzleitner, der ja dieses Auto neu hat, es ist mit einem Heckmotor ausgestattet, das alte BEM-Auto, und das ist unheimlich schwer zu fahren, war gerade schwer zu fahren auch auf dieser Strecke. Ja, die große Klasse dann schon wieder unterwegs. Ricky Holzleitner mit dabei, mit Zuma Power ausgestattet. Und hier, last but not least, hinter Uwe Haubrich, das ist Rebecca Hecht, die ja das Auto ihres Ehemannes Gottfried Hecht jetzt bewegt. Den großen Kasten, das Ding hat so viel Schub. Der Sprecherturm hat gewackelt, wenn sie vorbeikam, das kann ich Ihnen sagen. Francis Vanier im Übrigen, den sahen wir da am Bildrand. Riesige Probleme. Er hat dieses Wochenende auch zum Testen, zum intensiven Testen genutzt. Mal ging sein Auto, dann war er kaum zu bezwingen, dann ging es wieder nicht. Offensichtlich noch große elektronische Probleme. Aber er sagt, ich warte es mal ab, dann nehmen wir dieses Jahr halt komplett zum Testen. Kein Problem. So, Hauke Weber, der fährt jetzt hier den Finalsieg ein. In der Klasse hat er die Schulze gewonnen, Klasse 7 und 8. Und im Finale hat Hauke Weber, der auch übrigens im Interview nochmal extra zu sehen ist, dann hier den Sack zugemacht. Kompliment, Glückwunsch an ihn. Ganz sympathisches Team, ganz sympathischer junger Mann. Jetzt geht's um die Klasse 9. Und da stehen vorne Grambach mit der 96, Holzleitner mit der 93 und mit der 92 Kevin Munkler und um diese drei ging's. Wer dem Feld hinterher eilt, völlig unter Form, das ist Johannes Söhl, von dem ich ehrlich gesagt an diesem Wochenende ein bisschen enttäuscht war. Ich weiß nicht, woran es lag, ob es die Umstellung war aus der Europameisterschaft, als er ja mit dem Fahrzeug seines Vaters unterwegs war, was ja bekanntlich viel mehr Hubraum und somit viel mehr Leistung hat. Also hier sollte es nicht sein. Er ist dann letztlich Vierter geworden, sowohl in der Klasse als auch im Finale. Wir wissen alle, die wir die DM beobachten, dieser junge Mann kann viel, viel mehr. Nichtsdestotrotz, Finalsieg für Kevin Munkler, der hat alles gewonnen an diesem Wochenende. Vor Marvin Holzleitner, dem Mediasport Junior, das wissen Sie alle. Und Tobias Grambach, ebenfalls ein sehr schneller, guter junger Mann. Und das ist das B-Finale in der Klasse 2. Und wer setzt sich da in Führung? Ich habe es eben gesagt. Da zogen viele die Augenbrauen hoch. Mit so viel Herz ist er unterwegs, der Gerrit Altevogt. Ich hoffe mal, dass er irgendwann gleiches Material bekommt wie die Konkurrenz. Ich glaube, auch mit ihm werden wir noch ganz, ganz viel Freude haben. Er ist ja ein Mann, der aus der freien Szene des DRCV kommt, der jetzt hier öfter mal Gastauftritte in der deutschen Meisterschaft hat. Und ich muss sagen, er fügt sich hier prächtig in das Starterfeld ein, denn er verfügt nur über 1400 Kubikzentimeter. Ist der einzige Vertreter der Klasse 1. Alle anderen haben 16 bzw. 1800 Kubikzentimeter. So, Finale der Klasse 3. Vorne Lang, Handke und Wolfgang Schwarz. Und dann mischen sich da von hinten noch ein Oliver Günther und Michael Petschel. Und dann ging es natürlich schon richtig zur Sache. Handke erstmal vorne weg im Turbo. Und Lang, der, naja, als erstes so vom Start wegkam, aber am Ende der Geraden dann nur noch Dritter. Aber das war natürlich für alle gut, denn wir wussten an der Strecke, er hat das stärkste Auto. Und er muss jetzt natürlich zeigen, ob diese Ergebnisse in der Europameisterschaft, die ja schon für Aufsehen gesorgt haben,
dann nur Eintagsfliegen waren oder ob der das wirklich so drauf hat. In der deutschen Meisterschaft muss er eigentlich nicht mehr so viel beweisen. Und hier sehen wir es auch. Ich will nicht sagen, dass es ihm die Konkurrenz leicht gemacht hat. Ganz bestimmt nicht. Denn so ein Wolfgang Schwarz wie auch so ein Fabian Handke, den müssen sie erstmal überholen im Audi Turbo. Aber hier hat er es dann in der letzten Runde geschafft. Und klar, so war es an diesem Wochenende gegen Peter Lang. Kein Kraut gewachsen, 2x1, sowohl in der Klasse als auch im Finale. Handke 2x2, Schwarz 2x3. So, die Klasse 4. Und da war Höchstspannung angesagt. Es ging um die beiden Außen- bzw. Innenstehenden, um den Kollegen Laubach und um den Kollegen Mandl. Und ich sag mal, im Finale gab's gegen Niklas Laubach überhaupt kein Kraut. Denn der René Mandl, der musste sich erstmal mit seinem Kollegen Schulze rumschlagen. Und das hat ihn ganz, ganz wichtige Zeit gekostet. Da sehen Sie es, Schulze auf Platz 2. Und der hat natürlich, der fährt ja immer so ein bisschen mit dem Messer zwischen den Zähnen. Auch hier sehen wir das. Aber das kann der René Mandl auch. Und hier ist er durch, so sah es in diesem Moment aus. Aber Schulze hat immer wieder gekontert. Also die Zuschauer standen dort wirklich Kopf, haben sich total gefreut. Und das ist absolut letzte Rille, liebe Zuschauer. Der Rest des Feldes auch nicht langsam unterwegs, aber sie konnten da nicht wirklich mit. Und zum Schluss hatte Niklas Laubach sogar noch technische Probleme, aber es hat bis ins Ziel gereicht. Und es gab einen verdienten Sieg vor René Mandl. Diese beiden Jungs sind wirklich langsam reif für höhere Aufgaben. Und ich würde mich wirklich freuen, dabei zu sein, wenn sie das erste Mal in einem richtig großen, in einem schnellen Auto dann sitzen. So, Finale der Klasse 2. Und Mario Detzer, wir erinnern uns, der hat gesagt, mir kommt es nur auf die Finalsiege an. Ich kann nicht mehr deutscher Meister werden. Und deshalb schauen wir mal. Und der Kleine, ich darf das sagen, auch wenn er körperlich überhaupt nicht klein ist, Gerrit Altevogt hat dann noch den Vorzug erhalten vor seinem Kollegen und durfte noch im A-Finale teilnehmen. So, Bundesmann im Moment vorne, Hendrik Bundesmann, der ja in der deutschen Meisterschaft auch richtig gut platziert ist. Und da kommt es auf die Beschleunigungsduelle an. Jürgen Fick, den auch viele, ich persönlich auch, auf der Rechnung hatten. Und Chris Thoms, das sind superschnelle Leute. Aber es setzte sich dann einer durch, der hier sein Versprechen war, machte. Mario Detzer, der Ex-Meister aus der deutschen Meisterschaft. Und schauen Sie sich das mal an, am Ende der langen Geraden. Da hat er schon reichlich Abstand zwischen sich und den Rest der Welt gelegt. Und er hält auch sofort an und lässt es raus. Da hat er wohl alles gegeben. Und ich sage Ihnen, am Ende der Geraden, wo der Sprecherturm stand, konnten Sie sehen, wie die Jungs ihre Autos da in die erste Kurve werfen. Das war fantastisch. Jorö, der an dieser Stelle auch von mir gegrüßt wird, dem hat es, glaube ich, auch gefallen. Er hat ganz viele schöne Fotos gemacht. Kompliment an dich. Und dann wurde es übel und heftig. Das Finale bei den Spezialcross, bei den Buggies, wird zwischen 5 und 6 immer gemeinsam ausgetragen. Und das auf dieser Bahn. Vorne Michael Straub, Thomas Prokopowitz und Martin Fürst, der ja seine Klasse gewonnen hatte. Die Klasse 5. Und der fantastisch in Form war. So, und jetzt schießen sie da alle auf die erste Kurve zu. Vorne Straub und dann gab es schon Rot. Was war passiert? Es war etwas passiert, was ich noch nie gesehen habe. Da hat es nämlich, und das werden wir jetzt gleich auch in Bildern sehen, die beiden Hornets, die beiden Konkurrenten Klaus Gräfen und Walter Holzleitner erwischt. Die sind zusammengeraten und da sehen Sie das Auto so ein bisschen am Waldrand. Die sind hoch in die Bäume geflogen. Die Bäume haben gewackelt und dann haben sie keinen Holzleitner und auch keinen Gräfen mehr gesehen. Da war alles weg. Absoluter Hammer. Das war sensationell. Das mussten die Fahrer natürlich nicht unbedingt haben, aber es ist nichts passiert. Die Sicherheit der Fahrzeuge ist natürlich auf sehr, sehr hohem Niveau. Und Sie sehen das hier auch, liebe Zuschauer. An der Strecke gab es nichts zu mäkeln, auch an den Sicherheitsdiensten. Es wurde sofort gearbeitet. Es war sofort alles wieder frei und die Havarierten wurden gewonnen. Die konnten natürlich nicht mehr mitfahren, das ist klar. Es ist nicht so viel kaputt gegangen, aber immerhin doch ein bisschen.
Also Ricky Holzleitner in Problemen, da ist er in keiner guten Situation, aber vorne, da fährt nur einer. Das ist Michael Straub im 2-Liter Opel, gegen den war überhaupt kein Kraut gewachsen. Und es gab nur einen, der ihm wie ein Schatten gefolgt ist, nämlich Thomas Prokopowitz. Da erwischt es Martin Fürst. Schauen Sie sich das an, eine Sekunde nicht aufgepasst, schon über den Wall und über Kopf. Und da wäre er fast noch in einen kleinen Teich geflogen, kopfüber. Und da möchte ich mir nicht ausmalen, was da passiert ist. Aber das ist gar kein richtiger Teich. Das war eine kleine Pfütze. Da ist er von weggeblieben. Und damit wieder einer weniger. Also so eine Aufregung. Aber die Offiziellen des DAV, des DMSB, hatten alles im Griff. Dann durften alle nochmal ins Fahrerlager fahren. Dann durfte nachgetankt werden. Denn sie haben ja alle schon ein bisschen auch getan, die Fahrzeuge. Und stellten sich dann zum dritten und letzten Lauf noch einmal auf. Walter Holzleitner, ne, eben noch hoch in den Bäumen. Jetzt kniet er schon wieder auf dem Auto von Thomas Prokopowitz, seinem Teamkollegen. Ne, das hat ihm überhaupt nichts ausgemacht. Ist ein harter Bursche, aber das wussten wir ja auch schon vorher. Sabrina Straub, ihr forderte auch noch frisches Benzin. Das war ihr vergönnt. Ricky Holzleitner mit der 613. Dem es übrigens nach eigenem Bekunden auch sehr gut gefallen hat in Frankreich. Und hinten fährt dann Francis Vanier auch noch mal schnell wieder zurück ins Fahrerlager. So, dann löste sich aber so ganz, ganz langsam das Tohuwabo ein bisschen auf. Im Hintergrund sehen wir es, da fahren die ersten des Drei-Nationen-Cups dann schon wieder nach Hause, die ja meistens in der Umgebung von Steinburg so im entfernteren Umkreis auch wohnen und haben sich dieses Finale dann entgehen lassen. Jetzt sollte es aber funktionieren. Und schauen Sie mal, was da nur noch übergeblieben ist. Vorne einmal Straub, einmal Prokopowitz. Zweite Reihe, dann noch einmal Straub. Und jetzt gehen die Motoren hoch und der letzte Lauf, das letzte Rennen des Tages wird gestartet. Und Ricky Holzleitner hat einen fantastischen Start. Schauen Sie sich das an. Vorne Michael Straub, gefolgt von Thomas Prokopowitz. Und gegen diesen Michael Straub in dieser Form, das Auto, ich darf das sagen, passte wie eine Eins zu dieser Strecke, zu diesem 1,3 Kilometer langen Circuit des Soleil. Und Michael Straub hat nicht einen Fehler gemacht am ganzen Wochenende. So, und so ging es dann weiter. Runde für Runde, Straub vorne und direkt hinter ihm Thomas Prokopowitz. Der hat darauf gewartet, dass es einen kleinen Fehler gibt. Der hat fahrerisch übrigens auch eine richtig gute Note abgegeben. Der junge Mann aus dem Team Hornet, schauen Sie sich das an. Ne? Da durfte der Michael Straub keinen Fehler machen. Dann wäre der Thomas Prokopowitz da gewesen. Hans-Uli Egli zu diesem Zeitpunkt auf Platz 4. Hinter ihm Ricky Holzleitner, dann erst Vanier. Und schauen Sie sich das an, da hat einen riesen Hals, nämlich die 502 Kevin Peters. Dann gab es noch mal ein bisschen Aufregung. Sabrina Straub brach sich das rechte Vorderrad ab und war somit raus. Damit Egli auf 3. Und wenn ich das richtig gesehen habe, Ricky Holzleitner auf 4. Vorne die beiden, die kennen Sie schon, die lieferten sich wirklich ein fantastisches und sehr, sehr faires Duell. Kompliment von dieser Stelle noch einmal. Francis Vanier hatte sein Auto im Übrigen richtig gut unterwegs. Technisch schien auf einmal alles zu funktionieren, aber er kam nicht an Ricky Holzleitner vorbei, der wirklich auch von Mal zu Mal immer besser zurechtkam. Kevin Peters musste sein Auto dann abstellen. Dafür gab es gelbe Fahne. Und an dieser Stelle konnte dann schon mal nicht mehr überholt werden. Egli 3 und dann Ricky Holzleitner 4, Vanier auf 5. Ja, lieber Kevin Peters, es kommen auch wieder sonnige Tage. Das verspreche ich dir. Da brauchst du überhaupt nicht verzagen. Und Hans-Uli Egli, der Schweizer, der auch das erste Mal in der DM vorbeigeschaut hat. Kompliment an dieser Stelle nochmal, denn diesen riesen Porsche-Klotz, den müssen Sie um so eine enge Strecke überhaupt auch einmal erst herumbekommen. Vanier jetzt vorbei an Ricky Holzleitner und da ist das karierte Tuch und da war der Sieg. Michael Straub gewinnt den letzten Lauf des Tages. Das große Finale vor Thomas Prokopowitz, dem auch
ein Riesenlob von dieser Stelle zuteilkommen soll. Ja, das waren die 30 Minuten, die wir Ihnen zeigen wollten. Ich hoffe, es hat Ihnen so gut gefallen wie uns. Ich hoffe weiterhin, dass der RCC Münster alles daran setzen wird, im Jahr 2011 eine neue Veranstaltung dort hinzubekommen. Ich sage tschüss, ciao, bye bye, bis hoffentlich 2011 in Steinburg, Ihr Andreas Flasser.